Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video, und das heutige Video ist mal etwas untypisch, würde ich sagen. Und zwar ist das Ganze nicht wirklich ein Trading-Tipp und es ist auch nicht wirklich ein Investitionsguide. Es ist so ein Mittelding, und zwar, ja, möchte ich euch einfach einen Tipp mit auf den Weg geben, damit ihr eben im Endeffekt noch mehr Münzen auf eurem Account haben könnt. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar geht es heute um Silberkarten, ne? Und ja, das ist wie gesagt nur so ein kleines Video für zwischendurch. Also Silberkarten, Leute, falls ihr Silberkarten zieht, bitte tut mir den Gefallen und stößt diese Karten nicht ab. Sagt man stößt oder stoßt? Kein Plan. Auf jeden Fall bitte nicht abstoßen die Silberkarten. Das ist ganz, ganz gefährlich, denn Silberkarten können teilweise so verdammt viel wert sein. Das könnt ihr euch gar nicht erträumen. Wirklich, Silberkarten sind einfach teilweise so viel wert, weil man die oft für SBCs braucht. Also bitte nicht abstoßen. Bitte, bitte, bitte nicht abstoßen. Tut mir den Gefallen. Denn auch wenn eine Karte jetzt zum Beispiel nur 200 Münzen wert ist, kann es sein, dass die in 2-3 Tagen durch eine SBC auf einmal 5000 Münzen wert wird. Also gebe ich euch den Tipp, Leute. Verkauft eure Karten nicht, wenn sie nichts wert sind, und stoßt sie nicht ab, wenn ihr sie in Packs zieht. So, das ist so der erste Tipp, beziehungsweise die ersten beiden Tipps. Also wirklich, achtet auf eure Silberkarten. Achtet wirklich auf Silberkarten, wenn ihr Packs zieht. Teilweise sind das dann wirklich sogar die, ja, die Goldgruben aus den Packs. Und was ich euch auch noch sagen möchte, es ist theoretisch möglich, aus diesen Packs hier Gewinn rauszuziehen, aus diesen billigsten Silbersets. Es ist möglich, aber es ist natürlich dennoch mit Risiko verbunden. Denn Packs ziehen ist immer mit Risiko verbunden. Aber zum Beispiel hier so ein Silberspielerset, das könnte sich schon lohnen, ja. Das könnte sich schon lohnen. Also ihr könnt da mal ein bisschen rumtesten. Ich habe ja letztes Jahr dazu ein Video gemacht. Und da sind wir dann im Endeffekt circa auf 0 rausgekommen nach 10 Packs. Also wir haben keinen Gewinn und keinen Verlust gemacht. Und so war die Bilanz also letztes Jahr. Und ja, Freunde, das ist sozusagen hier mal der erste Tipp. Also bei den Packs wirklich aufpassen auf eure Silberkarten. Und wir werden jetzt ein bisschen durchgehen in meinem Verein und schauen, ob wir die ein oder andere gute Silberkarte finden. Wir beginnen hier einfach mal bei der Premier League. Da habe ich aber, glaube ich, gar keine. Genauso ist es. Und dann gehen wir auch schon direkt weiter in die nächste Liga. Gehen hier dann ein bisschen durch. Und ich werde euch einfach immer wieder mit ins Boot holen, wenn wir eine gute Karte gefunden haben. Und direkt der dritte Spieler, den ich mir hier anschaue, ist einfach mal was wert. Ihr seht hier, 2200 ist das günstigste. Und Leute, what the fuck, wie easy ist dieser Gewinn? Den stellen wir für 2000 Münzen rein. Ja, das kann ein bisschen dauern, bis der weggeht. Aber wenn er weggeht, haben wir einen sehr, sehr nicen Gewinn gemacht. Und ich gehe jetzt einfach mal weiter. Der hier lag, glaube ich, bei, ja, 2000 Münzen. Der scheint auch was wert zu sein. 1000 Münzen, 700 Münzen. Den könnte man theoretisch reinstellen. Man könnte aber auch noch warten, ob eine SBC kommt. Und deswegen warte ich bei dem hier. Und dann schauen wir jetzt mal, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Karte finden, ne? Wir schauen jetzt hier weiter bei der Ligue 1, gehen hier rein beim ersten Spieler und sehen dann auch schon, dass der auch so, ja, 2000 Münzen, vielleicht ein bisschen weniger, 1400, ja, für 59 ist einer drinnen. Das ist so um, ja, 1000 Münzen, wie gesagt, kostet, den stelle ich jetzt einfach mal so rein. Und das sind halt wirklich easy Coins, die ihr dadurch machen könnt. Wir gehen hier beim nächsten Spieler auf den Preisvergleich, sehen, dass der auch ein bisschen was wert ist, den stellen wir für 800 Münzen rein. Ihr könnt Silberspieler auch wirklich überteuert reinstellen, denn das Extreme bei Silberspielern, das sind die Preisschwankungen. Und zwar schwanken Silberspieler sowas von heftig im Preis. Also die können wirklich einmal 3000 Münzen kosten und einmal nur 150 Münzen. Deswegen stellt ihr einfach mal auch ein bisschen überteuert rein. Ihr könnt ja keinen Verlust machen sozusagen. Ja, wenn er gekauft wird, wird er gekauft. Wenn er nicht gekauft wird, wird er nicht gekauft. Und ihr macht da ja keinen Verlust. Ihr habt keine Aussicht auf Verlust. Ihr könnt da nur Gewinn machen. Deswegen stellt auch ein paar Silberkarten einfach mal so überteuert rein. Auch wenn ihr seht, dass so eine Karte irgendwie nichts kostet. Und jetzt haben wir hier ein gutes Beispiel. 1000 Münzen. Den habe ich anscheinend gekauft für 300 mal für irgendeine SBC. Kostet aber 1000 Münzen. Wir stellen für 950 Münzen rein und machen somit auch so einen heftigen Gewinn. Ja? Nächste Liga ist jetzt die Calcio A, und da sehen wir auch schon den ersten. Der kostet auch mal wieder so 800. Also das Extreme ist halt bei Silberspielern, die sind extrem selten. Ja? Wer zieht heutzutage schon Silberpacks? Ja, alle ziehen die Goldpacks, die Goldpacks, die Goldpacks, und keiner zieht die Silberpacks. Deswegen sind Silberspieler oft extrem extrem viel wert, weil sie eben so wenig verfügbar sind, weil sie so selten auf dem Markt sind. Ja, das ist so der kleine Tipp, den ich euch geben will. Was auch oft passiert bei Silberspielern ist, dass sie geprice-fixed werden. Das heißt, ein Spieler, ein FIFA Ultimate Team Spieler, so wie ich zum Beispiel, der holt sich jetzt einfach alle Karten von einer gewissen Karte. Also zum Beispiel alle Ariginis, ja, in dem Fall. Angenommen, ich hole mir jetzt hier alle Karten und stelle sie alle für einen gewissen Preis rein, dann habe ich den Markt erobert, würde ich mal sagen.
und dann habe ich sozusagen den Preis gefixt, also den Preis festgelegt, und dadurch können Spieler auch extrem steigen. Wenn ihr dann so eine Karte im Verein habt, also eine Karte, die Preis gefixt wurde, dann macht ihr da halt auch krassen Profit. Und hier in der Bundesliga, Alter, 3400, what the fuck, Alter, der Typ kostet einfach mal 3k, ja, extrem krass. Eben das ist so ein Beispiel, der hat keine guten Werte und kostet trotzdem 3000 Münzen. Das ist sowas von heftig. Deswegen, wie gesagt, der Tipp, schaut unbedingt eure Silberspieler nach. Ich weiß, ich sage es jetzt schon zum 5. Mal, aber tut es bitte auch wirklich, denn ihr könnt einen krassen Gewinn machen. Und was ich euch auch noch sagen wollte, genau, wenn die Ligen-SBCs dann rauskommen, es kommen ja noch höchstwahrscheinlich von jeder Liga, ja, diese SBCs raus. Zum Beispiel Schweizer Liga mit einem Star aus der Schweizer Liga oder russische Liga mit einer SBC-Karte dann eben aus der russischen Liga. Und wenn ihr da von diesen Ligen Spieler im Verein habt, verkauft die auch nicht, beziehungsweise ja, Silberspieler zu verkaufen, günstig zu verkaufen, ist halt auch echt blöd. Das sollte man nicht machen. Hier nächstes Beispiel, Heimlein für 2400. What the fuck? Was ist das für ein krasser Preis? Also, ja, zum Beispiel jetzt so russische Ligaspieler würde ich niemals abstoßen oder niemals für 200 Münzen verkaufen. Da würde ich echt warten, bis die SBC rauskommt. Und das ist halt wirklich, wirklich wichtig, denn da, ihr kennt es, Leute, da steigen die Spieler. Wir können uns nachher ja noch die Liga Bankoma MX anschauen, ja, wo gerade eine Ligen-SBC draußen ist, und dann auch noch die türkische Liga, wo eben auch gerade die Ligen-SBC mit Quaresma draußen ist. Und da werden wir dann im Endeffekt sehen, dass diese Karten extrem viel wert sind. Hier haben wir dann auch schon wieder das nächste Beispiel, 1000 Münzen für den. Ja, ich mache jetzt einfach mal 900 Münzen. Also das sind wirklich so Randoms, die auf einmal was kosten. Und hier haben wir auch Emre Mor am Start, ja, das ist natürlich eine gute Karte. Den stelle ich jetzt auch mal rein, hier für 2,6 würde ich mal sagen. Und daneben dann noch den guten Mora. Ja, der ist leider nichts wert. Schauen wir beim nächsten rein. Liver kostet auch nichts. Und der hier vielleicht noch, ja, der kostet ein bisschen was. Stelle ich jetzt aber auch mal nicht rein. Am wichtigsten ist es, wirklich auch in die Ligen reinzuschauen, die beliebt sind. Also in die Top 5 Ligen, Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Calcio A und Premier League, habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Das sind die Ligen, in die ihr auf jeden Fall reinschauen müsst, denn dort sind die Spieler natürlich am meisten wert. Wenn zum Beispiel ein Silberspieler von Bayern in eurem Verein drinnen ist, kostet der im Normalfall mehr als ein Silberspieler jetzt von eben diesem Verein, Real Oviedo. Keine Ahnung. Ja, so ein Silberspieler von Bayern, der dann noch eine geile Nation hat, der ist von Haus aus dann eigentlich was wert. Und wir, ja, sehen uns, wenn wir den nächsten geilen Spieler gefunden haben. Der nächste gute Spieler lässt sich in der schwedischen Liga blicken, der ist so circa 1400 Münzen wert. Er war jetzt, glaube ich, einmal für 1000 Münzen auf dem Markt. Ich habe ihn jetzt trotzdem mal so reingestellt. Also, die Spieler verkaufen sich dann auch manchmal, das kann ich euch echt sagen. Also, seid auch nicht ungeduldig, ja, so Silberspieler, Non-Rare-Silberspieler mal überteuert reinstellen. Das kann man auf jeden Fall machen. Hier der nächste Spieler, der anscheinend was wert ist. Ja, den stelle ich jetzt mal rein, so für 700 Münzen. Daneben der Gege, spricht man wahrscheinlich komplett anders aus. Ich nenne ihn jetzt trotzdem mal so. Wir gehen die zwei Spieler hier nochmal live durch. 1800, na, 450. Es gab ja mal einen Trading-Tipp, wo man mit saudi-arabischen Spielern Gewinn gemacht hat. Der ist aber schon ziemlich alt. Den habe ich in FIFA 16 oder 17 mal gebracht. Mal schauen, ob der in FIFA 18 noch funktioniert. Wenn ja, werdet ihr dazu auf jeden Fall mal ein Video von mir sehen. Der Spieler ist anscheinend auch was wert. Der günstigste war für 1800 auf dem Markt. Deswegen stelle ich ihn für 1600 auf den Markt. Und dann gehen wir auch schon zum nächsten. Und das ist der Rapper. Könnte was wert sein. Hat die Anlagen dazu. 1800, 1400, 600. Ja, ich stelle ihn jetzt trotzdem mal rein. Man bekommt irgendwann so ein Gefühl dafür, welche Karten was wert sein könnten und welche nichts wert sein könnten. Da geht es aber meistens nicht um die Werte, sondern eher um die Nation und halt auch um den Verein, aber auch wirklich, ja, sehr, sehr stark um die Nation. Hier ein Spanier, der nicht in der spanischen Liga spielt, ja, der ist dann gut und gerne mal 900 Münzen wert, spielt in der polnischen Liga. Und ja, dann haben wir hier den Lipski, der dürfte nichts wert sein, glaube ich, ja, 450. Und den hier braucht man gerade für SBCs, aber der ist trotzdem nichts wert, deswegen, ja, lasse ich den mal im Verein. Und dann gehen wir in die norwegische Liga. Mal schauen, ob da irgendjemand ein bisschen was wert sein könnte. Ein richtiger Random aus der griechischen Liga, der einfach mal 1000 Münzen kostet. Packen wir hier für 900 Münzen auf den Transfermarkt. Dann haben wir einen weiteren Keeper am Start. Keeper sind meistens nicht so überteuert. Also das ist im Normalfall schon so, dass Keeper nicht wirklich mehr wert sind, als sie sein sollten. Der hier 700, der können wir mal reinstellen für 700. Aber im Normalfall sind eher so die Rechtsverteidiger, die Linksverteidiger, die Rechtsmittel
Mittelfeldspieler und die Linksmittelfeldspieler mehr wert. Das liegt einfach daran, dass es dort meistens die wenigste Auswahl gibt. Ja, Torhüter gibt es halt dann doch sehr, sehr viele im Spiel. Und ich glaube, Links- und Rechtsverteidiger dann irgendwie nicht so viele auf jeden Fall. Sind Links- und Rechtsverteidiger vor allem am meisten wert. Der hier ist auch nochmal so 800, 900 Münzen wert. Packen wir jetzt mal für 700 Münzen auf den Transfermarkt. Und dann gehen wir auch schon aus der australischen Liga, nicht zu den Icons, sondern in die koreanische Liga. Und schauen, ob wir dort irgendjemand teurer verkaufen können, als er eigentlich wert ist. Beziehungsweise, ja, ob wir dort irgendwelche teuren Spieler finden, die geprice-fixed wurden, die durch SBCs teurer geworden sind. Ja, Bancoma MX, mexikanische Liga, dort ist eine SBC draußen. Da habe ich die Spieler aber anscheinend schon aussortiert, wie ihr sehen könnt. Dann die kolumbianische Liga, da ist einer drinnen. 1200, direkt der erste. 1900, ja, machen wir 800 Münzen. Damit kann ich komplett leben. Caicedo heißt auch, glaube ich, jeder zweite Kolumbianer gefühlt. Der ist, glaube ich, nichts wert. Der hier ist auch nichts wert und die dahinter dürften, glaube ich, auch nichts wert sein. Dieser Spieler ist ziemlich häufig auf dem Markt und hier einmal auch für 300 Münzen. Ich stelle ihn trotzdem mal so für 700 Münzen rein und ich denke mal, dass der trotzdem weggehen wird, weil er halt einfach ziemlich häufig für 10.000 Münzen angeboten wurde und nur einmal für 300 und sonst waren die anderen eigentlich auch ziemlich teuer. So, jetzt sind wir in der portugiesischen Liga gelandet und ja, so ein brasilianischer Keeper könnte was wert sein, ist er jetzt aber leider nicht. Ein Innenverteidiger, 3500, 650 stelle ich mal rein für 700. Da darf man sich nicht zu schade sein, den einfach mal reinzustellen. Der nächste Spieler ist leider nichts wert. Und die japanische Liga, da habe ich nichts. Aus der MLS sind die Spieler, glaube ich, nicht so viel wert dieses Jahr. Kann das sein? Ich gehe mal hier ein bisschen durch. Aber ich glaube, die sind nicht so viel wert. Die sind, ja doch, wobei 10k kostet echt 10k. 3,9, ja, das ist geil, das ist geil. Den stelle ich mal rein, so für 3000, da gehe ich ein bisschen runter, dass da drauf geboten werden kann. Wenn wir den so wegbekommen, wäre das natürlich absolut genial für uns. Oh shit, da haben wir eine weitere gute Karte gefunden. 2300 bekommt man circa für ihn, ja, 2000 machen wir einfach mal 1,8. Aber da wurde auf jeden Fall auch schon 800 Münzen auf ihn geboten. Das heißt, der ist mindestens 800 Münzen wert, what the fuck, 1700. Alter, 3000 Münzen, 2,4. Alter, 2000 Münzen für den guten Mann. Richtig, richtig nicer Gewinn, den wir hier einfach einfahren. Und das einfach nur, weil ich den irgendwann mal gespeichert habe, wo ich irgendwie Packs gezogen habe. Oder, keine Ahnung, den habe ich in irgendeiner SBC bei irgendeinem Pack dabei gehabt. Und jetzt mache ich da eben den Gewinn. Und ich sage euch, Leute, die Spieler, die jetzt gerade nichts wert sind, die Spieler, die jetzt gerade für 200 Münzen weggehen würden, die sind zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, zu irgendeinem besonderen Zeitpunkt, dann plötzlich 5k oder so wert und ihr würdet euch ärgern, wenn ihr die für 200 Münzen verkauft hättet. Deswegen rate ich euch, Leute, verkauft keine Spieler so unter 400 Münzen oder so, dann ärgert ihr euch auch nicht so und ihr macht halt wirklich mehr Gewinn. Ihr braucht halt ein bisschen Geduld, verkauft einfach die Karten, die was wert sind und die anderen speichert ihr einfach weiterhin in eurem Verein. Der Fasco hier scheint für 1000 Münzen circa wegzugehen. Ich weiß nicht, wieso ich den für 450 gekauft habe. Anscheinend habe ich mir den irgendwann mal erboten, weil ich ihn für irgendeine SBC oder so benötigt habe, beziehungsweise verwenden wollte. So, jetzt sind wir in der russischen Liga und da sind teilweise die Karten auch was wert. Aber ich glaube, da habe ich auch schon ein bisschen aussortiert in der russischen Liga. Ja, so sieht es fast aus, der Rechtsverteidiger hier. Vielleicht ein bisschen was. Ja, doch nicht. Den lasse ich im Verein drinnen. Schottische Liga, Wayne Rooney, natürlich nicht Wayne Rooney, sondern Adam Rooney, kostet leider nichts. Dann der Kaui, cooler Name auf jeden Fall, hat eigentlich solide Werte, wäre so ein richtiger Hullet Gang Member, wenn er ein bisschen gepusht werden würde. Und dann haben wir die letzte Karte, 1000 Münzen, komm, 1100, jo, 1100 ist das günstigste, nice. Stelle ich rein für 59, der wird sich verkaufen, früher oder später ist der dann weg. Südafrikanische Liga nix, irländische Liga auch nix, Super League habe ich leider auch schon aussortiert, ukrainische Liga ist auch nichts mehr da. Und die österreichische Bundesliga, oh scheiße Mann, 1600. Alter, 1600 für den guten Mann, Atanga, hat geile Werte und ich kann keine Spieler mehr reinstellen. Ah, der wäre aber auch noch was wert gewesen, auf jeden Fall, wie ihr hier gerade sehen konntet. Und an sich ist das jetzt auch schon die, ja, nicht wirklich Trading-Methode, aber dieser Tipp, den ich euch einfach mit auf den Weg geben wollte. Und ihr seht schon, hier haben sich ein paar Karten direkt verkauft, 59, 700 und 1100. Das ist ganz angenehm, dass da direkt was weggegangen ist. Das bestätigt natürlich auch diese ganze Methode, diese ganze Denkweise, die ich euch da die ganze Zeit vermitteln will. Also Leute, kurz zusammengefasst, bitte verkauft eure Silberspieler nicht, wenn sie nichts wert sind. Stoßt keine Silberspieler ab.
Und behaltet Silberspieler aus Ligen, wo ja, solche Ligen-SBCs rauskommen, unbedingt in eurem Verein. Also vor allem Links- und Rechtsverteidiger. Ja, behaltet Silberspieler einfach im Verein und geht sie jede Woche einfach einmal so durch. Ja, so wirklich so, yo, ich schaue jetzt Montag, also ja, es ist Montag, ich schaue jetzt sozusagen meine Spieler durch, meine Silberspieler und schaue, ob dort irgendeine Karte was wert geworden ist. Und da kann ich euch versprechen, jede Woche sind 5% der Spieler was wert. Ja, die steigen einfach ganz unterschiedlich. Silberspieler schwanken extrem. Silberspieler haben fucking heftige Preisschwankungen. Deswegen würde ich euch raten, da auch wirklich jede Woche einfach mal durchzuschauen. Okay, Freunde, das war's mit dem Video. Es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen länger geworden als erwartet, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Stream oder Video wieder. Checkt gerne noch die Links in der Beschreibung ab. Damit unterstützt ihr mich natürlich auch. Wenn ihr zum Beispiel jetzt bei MMOGA oder so vorbeischaut, würde mich das natürlich sehr unterstützen. Und ja, Freunde, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt immer High Hopes und ciao.